Hallo Leute, und dann bewegen wir uns mal hier in diesem Turm, in dieser schönen Wasserebene entlang. Tada! Und können uns hier jetzt weiter begeben. Ich musste gerade leider noch einmal das mit dem Portal machen, denn ich habe vergessen zu speichern. Ich habe einfach ausgemacht, ich Idiot. Yep, ich habe mich sehr honkig verhalten. So, und da hinten geht's zurück. Aber ich muss jetzt gucken, ich glaube, ich muss dann nochmal den Zwerg hier holen. Ja. Tada. 1 von 4, Gnomads. So, Asche, wo geht's lang? Zeig mir den Weg. Nein! Ich dachte schon, ich fall runter. So, Asche, wo lang? Sieh nach, was du finden kannst. Okay, wir müssen da lang. Ups. Sind wir jetzt richtig? Ja, diesmal schon, glaube ich. Was war das denn? Okay. Hier den Weg zurück? Ja klar, hier den Weg zurück. Und, ups, rollen. Nun müsste ja auch hier Wasser fließen. Zeig mir den Weg. Aber es scheint so, als hätten wir da noch nicht alles erledigt. Okay, gehen wir zurück. Es wird Zeit, dass du etwas findest. Also wohl doch dann nicht auf diesem Weg und Weise. Okay, gehen wir doch nochmal den Turm entlang. Da war... Doch, da ist was. Oh, ich Idiot. Gut, dass wir nochmal zurückgegangen sind, weil wir müssen wahrscheinlich da weiter. Und zack. Tada. Wir müssen hier eine komische Kiste öffnen, die natürlich wieder mal nur billig Loot hat. So wie es ausschaut, ist das da hinten eine Tür? Wirklich? Oh. Du schon wieder? Doch keine Tür, es ist ein Wegweiser. Er zeigt uns, wo lang wir müssen, damit wir ihn bekämpfen können. So, jetzt aber. Ich will hier jetzt endlich durch. Der Tempel dauert schon wieder eine Zeit lang. Okay, 2 fehlen noch, der mittlere Wasserfall, also noch 2 weitere, so wie es ausschaut. Oh, hallo. Ich säuber dich. Bam. Ach, noch einer. Es ist so warm. Ich schmelze. Aber was macht der denn da? Kaputt. Geht das eigentlich noch höher? Nee, wir sind jetzt auf der letzten Ebene, ne? Da oben so ein Stein. Aha, krass. Hast du übersehen? Komm schon, Bossfight. Klick, 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 klick. Alle, alle. Dann halt weiter. So, was haben wir hier? Platsch. Können wir abtauchen? Gibt es hier irgendetwas? Das sieht nur aus, als wären hier ein paar Engel schwimmen gegangen und ertrunken. Boah, stinken hier die Engel alle rum. Oh, was war das jetzt? Leck. Eine Kiste, die wir uns jetzt noch mitnehmen können.
Ich will kein Geld mehr. Da drüben ist ein Portal. So. Es könnte klappen. So. Und drüber. Okay, wo katapultiert uns das dann bitte schön hin? Wir haben ja nur das. Gucken wir mal, was passiert. So. Ja, super. Irgendwo ins Nirgendwo. Wir müssen definitiv noch irgendetwas anderes machen. Das funktioniert also nicht. Hä? Asche, was siehst du? Ach, okay. Moment, wie komme ich da jetzt hoch? Wie komme ich da jetzt hoch? Ach, ich Idiot. So, zack. Und Wandlauf. Wow. Und wir sind da. So, da könnten wir jetzt reinlaufen. Versuchen wir unser Glück einfach. Was da passiert, keine Ahnung. Oh, okay. Fertig, können wir jetzt wieder unsere Waffe nehmen. Denn ich vermute hier auch wieder so ein paar Dummköpfe, die wir headshotten können. So, oh. Arena. Wer bist du denn? Ein Echsenengel? Au. Und zerschneiden. Oh Gott, dieses Kackvieh. Jetzt, toll. Da habe ich dich erwischt. Mist. Oh, du Mistvieh. Gut, dass wir gerade eben noch einen Krank gefunden haben. Daneben diesmal. Ich sehe gar nichts mehr. Lebt da jetzt noch einer? Toll. Einen Trank jetzt bekommen. Ich mach mal lieber alles kaputt. Hallo, warum hast du den nicht gesammelt? Naja, okay. Ah, wieder ein Stein zum Läutern. Es lichtet sich so langsam alles ein wenig. Komm, irgendwo muss doch noch ein Trank drin sein. Na, okay, dann halt nicht. So, und wo muss das hin? Mhm. Moment. Wir müssen uns wieder aufteilen, okay, aber hier unten ist doch irgendwie, ist da nicht so eine Kiste?
Okay, ich habe keinen Plan. Das ist jetzt egal. Wir machen mal weiter. Indem wir uns hier mal wieder fröhlich aufteilen. Nein. Einmal Aktion. Nein, 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 nein. Mist. Ich muss gedrückt halten. Ich muss mir die Steuerung langsamer merken können. So. Da hätten wir also den Stein, den wir ja brauchen, um da durchzukommen. Nein. So. So, supi. Und rein damit. Okay. Und dreht sich wieder alles? Oh. Ich habe... Da ist ein Strahl. Der ist, ist der aufgeladen oder nicht? Und noch... Noch einmal dasselbe Spielchen. Moment. Ja, 9 von 25. Wird doch langsam. Also, wir haben da unten. Okay, egal. Wir gucken erstmal hier rein. So, Moment. Wieder. Nein. Im Moment, oh Mann. Ah, jetzt wird's rätselig. Wir könnten hier runter, das wollen wir ja nicht. Doch, das wollen wir. Denn hier ist ein Seelenkern. Wow. Und dann wollen wir mal gucken. Das Ganze wieder zurück. Und was haben wir da? Da ist noch ein anderes Ding, aber da, wenn wir es sehen, wir können doch da nicht. Oh. Jetzt ist das da offen, aber das bringt uns nichts, oder? Nee, Entschuldigung. Verdammt, jetzt muss ich erstmal checken, wie soll das gehen. Erst einmal... So. Nein! Ach, ist doch nicht fair. Also nochmal. Gibt es da irgendwie einen Durchgang? Aha. Ach, ich Idiot. Einfach mehr Speed. Moment. Löse ich erst auf, weil... Zeige ich euch erst da unten. Jetzt einen fetten dahin. Und nun können wir zurück, das Ganze zurückgehen lassen. Und wir können jetzt doch den voll aufladen und zack. Damit ist der verschwunden. Dann drehen wir das Ganze jetzt wieder. Ach egal, dann das hier nochmal. Und gehen da einfach durch, weil jetzt dürften wir
doch da landen. Wow. Alles klar, hier ist so ein Stein. Hier ist eine komische Kiste. Und wenn wir das jetzt zurück machen, dann müsste sich uns ein neuer Weg öffnen. Und zwar dieser da. Die Frage ist nur, hä? Wartet mal. Jetzt haben wir auf jeden Fall den Schrein, den Weg da dahin doch offen, ne? Aber wie noch? Verdammt zur Hölle, kriegen wir denn jetzt bitte schön den hier aufgeladen? Ich stecke jetzt ein wenig in der Patsche. Weiter umschauen. Also, wir müssen ja irgendwie den da aktivieren. So. Los. Ich habe irgendwas total verschrottet. Das ist schlecht, das ist mega schlecht. Warte, jetzt stehe ich echt auf dem Schlauch. So ein Mist. Da unten war ja nichts mehr, ne? Ach doch. Alles klar, ich bin zurückgekommen. Oh nein. Warte mal, als allererstes muss ich ja jetzt gucken. Ach Mist, ey. Ich glaube, das muss ich jetzt nochmal von vorne machen. Denn wir müssen ja gucken, dass wir... Ah, okay, alles klar. So, wir wissen auf jeden Fall, da ist so ein Portal-Ding. Okay. Schnell nochmal, Seelen aufteilen. Und ja, es tut mir leid, jetzt müssen wir den ganzen Spaß nochmal machen. So. Kurz mal checken. Das da muss ja irgendwie aufgeladen werden können. Aber durch welches Portal... Uch, okay, ich weiß jetzt, welches, glaube ich. Na, Mist. Wollte gerade sagen, habe ich es jetzt kaputt gemacht? So. Okay, alles klar. Ja, ich mach's so definitiv kaputt. Ach, kommt schon. Aha. So. Damit hätten wir das. Jetzt müssen wir natürlich gucken. Das teste ich jetzt nochmal kurz. Alles klar. Okay, Moment. Kann ich da dran vorbeischießen? Nein? Okay. Alles klar, jetzt weiß ich, wie es geht. Puh. Ich glaube, das ist die Hitze, die einen zu schaffen macht.
das war der letzte. So. Aber ich glaube, ich komme nicht bis dahin zurück, oder? Testen wir nochmal. Doch, ich komme. Okay, der Stein ist aufgeladen. Wir können wieder zurück. Oh yeah, so. Wir haben es geschafft, auch wenn es kompliziert war. Okay, ist zerstört. Jetzt können wir zurück, zurück, zurück. Und haben hier ein weiteres Portal, mit dem wir was anfangen können. Mal schauen. Wow. Ah. So. Und jetzt nur noch hier. Tada, wir haben es geläutert. Oh, aus Spaß, aus Jux und Dollerei, platsch. So, das war's. Da sind wir jetzt auch durch. Hier die Kiste noch mitnehmen. Die wir zwar jetzt nicht wirklich brauchen. Oh, ein blauer Dings. Und weiter geht's. Ich mache heute ein bisschen Überlänge. Ein bisschen. Okay, ich brauch's doch noch. Boah, das mit den Portalen ist echt ein ewiges Hin und Her. Gleich da. Weil ich will das jetzt andere Portal da hinten jetzt aufmachen, damit wir da auf die andere Seite kommen. Das sollte eigentlich funktionieren, ist ein guter Plan. Ach. Jeder. Da ist noch ein Portal. Und Ladebildschirm. Er war hier nicht gerade irgendwo ein Kopf. Wow. Dummer Geist. Ja, wir sind, glaube ich, zurück, oder? Die ist zu. Ach so. Man sollte auch den Hebel ziehen. Na, das sieht ja gut aus. Ach, es war nur ein Dritter, der sich da oben aufteilt. Also doch keine vier. Ja, und ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt der Endgegner kommt. Und deswegen wäre es jetzt besser, hier eine Überlänge zu machen, richtig? Gut, liebe Leute, ich danke euch fürs Einschalten. Es hat wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig. Das ist ein echt Rätselgame, man muss mal echt sagen. Man muss hier verdammt viel sein Gehirn einschalten. Und ihr wisst, ich habe sehr wenig davon. Ein bisschen Self-Own muss immer sein. Und deswegen, ja, gucken wir, was uns erwartet in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.